Hallo liebe Trader und hallo liebe Jecken am schönen Rosenmontag. Ja, lange kein Video auf diesem Kanal erschienen und den heutigen schönen Rosenmontag möchte ich einfach mal nutzen, um hier wieder euch ein kleines Video zu präsentieren, beziehungsweise um mich mal wieder zurückzumelden. I am back und es geht 2019 natürlich mit alter Kraft weiter. Ihr seid mich noch nicht los. Und der Grund, warum eben lange kein Video kam, beziehungsweise über Wochen und Monate, war, dass ich an einer neuen Trading-Strategie gearbeitet habe, an einem nagelneuen Handelssystem, was jetzt auch meine gesamten Erwartungen geschlagen hat. Und zu dem ich am kommenden Mittwoch um 18 Uhr mehr sagen werde. Das heißt, wenn ihr noch nicht diesen Kanal abonniert habt, ist das jetzt der beste Zeitpunkt, den Kanal zu abonnieren, um das Video um 18 Uhr am nächsten Mittwoch, am Aschermittwoch, nicht zu verpassen. Dort möchte ich ein bisschen die Handelsperformance zeigen. Das System hat also seinen ersten Test im Markt gut bestanden. Ich konnte das Futures-Konto innerhalb von 3 Wochen verdoppeln, also die magischen 100% erreichen am letzten Freitag. Und das war schon ein sehr schöner Gewinn, ein sehr schöner Stand. Und ja, ich möchte eben dann ein bisschen sagen, wie es jetzt mit der Strategieentwicklung weitergeht und wie ich weiter vorgehe und was es natürlich noch alles 2019 gibt. Ja, so viel dazu. Im heutigen Video möchte ich noch ein bisschen mehr einfach zum Warm-up sozusagen auf das vergangene Jahr eingehen und ein bisschen auf das, was noch kommt. Das heißt, wir betrachten jetzt erstmal noch ein bisschen das Jahr 2018 rückwirkend und ich möchte auf einige Fragen eingehen, die auch eingegangen sind. Und ja, damit fangen wir einfach mal an. Ja, 2018 war ein ziemlich katastrophales Jahr von Seiten der Behörden und der Regulierungsbehörden und des Staates und der EU kam hier eine Armada an neuen Regulierungsvorschriften. Das Ganze fing an mit der unsäglichen und schwachsinnigen DSGVO Anfang 2018, die jeden Selbstständigen, jeden Unternehmer und jeden, der auch nur in irgendeiner Form eine Webseite betreibt, terrorisiert hat. Das heißt, man musste ab dann einen schwachsinnigen Datenschutztext, eine Datenschutzgrundverordnung auf seine Webseiten integrieren, die sich sowieso kein Schwein durchliest. Und ja, auch Ladengeschäfte und zum Beispiel Friseure, alle möglichen Geschäfte haben seither mit diesen Restriktionen zu kämpfen. Das eigentliche Ziel, was hier unter dem Deckmantel des Datenschutzes erreicht werden sollte, nämlich dass Daten geschützt werden vor Konzernen wie Facebook und Google und Amazon, ist natürlich nicht erreicht worden, denn diese Konzerne haben genug Möglichkeiten und auch genug Rechtsabteilungen, sich aus solchen Geschichten rauszuwinden. Das heißt, das Ganze betrifft eigentlich mal wieder nur die kleinen und mittelständischen Unternehmen, Einzelunternehmer, die hier dann massive Auflagen zu erfüllen haben in Zukunft. Ja, ein weiterer Schritt der gelangweilten EU-Beamten, die eben nichts Besseres zu tun haben, als hier dem Normalbürger Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Ja, diese DSGVO ist jetzt also implementiert worden. Falls euch das Thema interessiert und falls ihr euch beabsichtigt, eben in irgendeiner Form selbstständig zu machen oder eine eigene Webseite zu gründen, dann hat der Rechtsanwalt Christian Solmecke hat hierzu sehr schöne und kompetente Videos veröffentlicht und auch sehr lustige über die Absurdität dieser DSGVO und der ganzen anderen neuen Schikanen, die hier von Seiten der EU auf uns einprasseln, wie jetzt zum Beispiel im Jahr 2019 Artikel 13 betrifft alle YouTuber vor allem. Ja, betrifft auch noch viel, viel mehr Leute, die einfach Content bereitstellen für euch, für die Zuschauer. Die kriegen massive Probleme, massive Knüppel zwischen die Beine geworfen. Christian Solmecke hat sich dieses Themas angenommen und falls euch das interessiert, er hat auch eine sehr hohe Kompetenz in dem Bereich und bringt das auch auf sehr humoristische Weise rüber, was diese ganzen Vorschriften unter dieser EU-Schwachsinn hier mit uns veranstaltet. Das nächste Thema war dann eben die
Nächste Keule, Regulierungskeule von der ESMA, der European Securities Markets Authority, die hat uns hier mit weiteren absurden Regeln bedacht und hat ja zum Beispiel hier den Hebel runtergenommen von, bisher konnten die OTC-Broker, also die Forex- und CFD-Broker, konnten quasi Hebel anbieten, wie sie wollten. Das wurde jetzt runterreguliert auf einen maximalen Hebel für Retail-Clients von 1 zu 30, von bis zu 1 zu 30. Eine häufige Frage in dem Segment war natürlich auch, wer ist betroffen und wer ist nicht betroffen, beziehungsweise welche Produkte. Der Futures-Markt ist nicht betroffen, ebenso wenig der Zertifikatemarkt der Banken. Das heißt, das war ein ganz klarer Schlag gegen die Forex- und CFD-Branche und natürlich auch gegen die binären Optionen, denn diese wurden verboten. Aber auch die Forex- und CFD-Branche wurde hier an die Kandare genommen, sozusagen. Mich persönlich hat diese Hebelreduzierung jetzt nicht getroffen, da ich als Professional Trader natürlich eingestuft bin aufgrund meines jahrelangen Tradings und der Erfahrung eben auch an den Märkten. Wurde ich eben als Professional Trader angenommen und es gibt auch diverse andere Möglichkeiten hier immer noch mit einem höheren Hebel zu handeln, wenn man das gerne möchte und wenn man das gerne verwirklichen möchte. Und ihr werdet anhand auch meiner neuen Strategie sehen, dass man das im Future eben auch umsetzen kann. Es gibt eben also weiterhin auch Ausweichmöglichkeiten. Die ESMA ist hier aber drauf und dran, diesen weiteren Ausweichmöglichkeiten Riegel vorzuschieben. Das heißt, die Möglichkeiten, sich über australische Filialen zu registrieren oder anderen Offshore-Brokern, der soll meines Wissens ein Riegel vorgeschoben werden. Das heißt, der ESMA sind all diese Dinge ein Dorn im Auge und sie wird da versuchen, auch zu intervenieren. Soweit kann ich euch das jedenfalls jetzt schon sagen. Ja, also sie sieht das mit Argwohn, dass hier eben viele Kunden in Offshore-Gebiete geleitet werden. Ja, das nächste große Thema 2018 war dann, wozu ich auch einige Anfragen bekommen habe, das Thema AMP Global und AMP USA. Was gibt es zu der Thematik zu sagen? Ihr wisst ja, ich bin AMP USA Partner und habe einen AMP Starter Guide geschrieben. Und dieser AMP Starter Guide ist nur für die Registrierung bei AMP USA, ist er auch nur notwendig. Das heißt, wenn ihr bei AMP Global euer Konto eröffnet, bei AMP Global Europe, seid ihr unter SISEC-Regulierung registriert. Ihr seid also weiterhin mit eurem Konto in Europa. Ihr könnt über das Konto sowohl Forex, CFDs als auch echte Futures parallel handeln. Ist natürlich ein schöner Vorteil. Und ihr habt bei AMP Global, also AMP Europe, mehrere Einzahlungsmöglichkeiten unkomplizierterweise, wie PayPal, wie Skrill, wie Banküberweisung. Die ganzen Geschichten sind ja bei AMP USA etwas komplizierter, beziehungsweise das ganze Ein- und Auszahlen dauert natürlich länger. Dafür hat man dann eben sein Futures-Konto in den USA. Ich bin weiterhin nur AMP USA-Partner, habe auch mein Konto weiterhin bei AMP USA. Warum? Auch weil hier natürlich die ganze Palette an tollen Handelsplattformen zur Verfügung steht. Ja, wir haben hier Multicharts 12 kostenlos. Ich benutze Multicharts als für meine Volumenanalyse, für die Orderflow-Analyse. Dann habt ihr auch diese ganzen anderen Volumenplattformen zur Verfügung, die jetzt eben in letzter Zeit auch gerne benutzt werden, wie Atlas, wie Wallfix, wie TT-Trader. Keine Ahnung, es sind über 60 Plattformen, die AMP USA hier zur Verfügung steht. Diese gibt es nicht bei AMP Europe. Warum? Weil die wenigsten Plattformen eben mit der parallelen Bereitstellung von Forex und CFDs und Futures klarkommen. Das kann nur der MetaTrader 5. Allerdings kann ich euch jetzt schon sagen, ich habe mit dem CEO von AMP gesprochen. Wir haben eine Stunde telefoniert und haben einiges besprochen. Und ihr könnt also weiterhin problemlos per AMP USA euer Konto eröffnen. Ist also keine Vorschrift, dass ihr jetzt quasi gezwungen seid, in Europa euer Konto zu eröffnen, sondern ihr könnt weiterhin bei
USA euer Konto eröffnen. Das ist gar kein Thema. Und ich habe ihm dann eben gesagt, es ist ein Problem, wenn in Europa nur der MetaTrader 5 zur Verfügung steht, denn die Leute wollen professionelle Futures-Plattformen haben. Sie wollen eine professionelle Volumenanalyse machen und so weiter. Und ja, es wird hier auch in Zukunft mindestens eine weitere Trading-Plattform geben. So viel möchte ich aber, mehr möchte ich zu den ungelegten Eiern noch nicht sagen in dem Moment, obwohl hier natürlich schon Gespräche im Hintergrund stattfinden. Aber es wird auf jeden Fall nicht bei dem Single MetaTrader bleiben. Ja, das war dann im Herbst 2018 diese ganzen Geschichten hinter uns gebracht. Die ganzen Webseiten aktualisiert, Datenschutzerklärungen mussten implementiert werden. Die ESMA hat zusätzlich vorgeschrieben, ja, fast schon wie beim Thema Rauchen, wo überall diese Ekelbilder positioniert werden müssen, dass man Lungenkrebs bekommt und so weiter, müssen jetzt auch im Bereich Trading an jeder Stelle Warnhinweise sein, wie gefährlich Trading ist und dass man das doch am besten lassen sollte und dass das total gefährlich ist und so weiter. Und die Verlustquoten der Trader müssen überall quasi aufgeführt werden. Und wenn man dann auf den Link klickt, muss man nochmal einen Hinweis bekommen, dass das ja alles ganz schrecklich ist. Das alles muss ab jetzt natürlich implementiert werden, sodass die Leute am Traden gehindert werden, möglichst irgendwie. Und ja, das ist eben quasi die Hauptaufgabe dieser ESMA, die hier da versucht zu intervenieren. Ja, Ende November dann habe ich mich ausgeklinkt aus dem ganzen Regulierungswahnsinn und habe bis Ende des Jahres hier ein paar warme Tage in Fuerteventura verbracht. Und in dieser Zeit ist dann eben auch meine neue Handelsstrategie in meinem Kopf weiter entstanden. Habe dort nicht getradet, sondern nur Erholung ein bisschen gemacht. Habe das ein bisschen auch auf Instagram gepostet. Schöne Dinge hier erlebt und an meiner Trading-Strategie einfach weitergearbeitet, in der Theorie sozusagen, um sie dann Anfang des Jahres wirklich in die Tat umzusetzen. Habe dann erstmal noch ein paar Rückschläge erhalten bzw. gemerkt, wo es dann mangelt, um hier eben noch Sicherungssysteme zu implementieren und konnte dann jetzt eben im Februar dann diese Performance durchziehen. Ja, was gibt es jetzt 2019 auf diesem Kanal? Natürlich werde ich jetzt erstmal die Strategie weiterentwickeln und weiterverfolgen, weiter verbessern, optimieren und so weiter. Werde die Performance-Nachweise aber komplett aus der Öffentlichkeit wieder rausziehen. Das heißt, ich möchte in Ruhe an dieser Strategie weiterarbeiten, werde euch aber nichtsdestotrotz in der Zeit mit neuen Videos versorgen. Es wird ein neues Themengebiet geben. Ich hoffe, ich kann mich dem jetzt auch wieder vermehrt widmen, nachdem die Strategie sozusagen steht und vor sich hinläuft. Das ist nämlich das Thema steuerfrei leben, raus aus der EU, ab in die Freiheit sozusagen. Wird ein Thema sein, das eben auch vermehrt thematisiert werden soll. Wo kann man als Trader gut und steuerfrei leben? Wo hat man gute Bedingungen, wo findet man gute Bedingungen vor, wo sind wir gerne gesehen? Es wird weitere Tutorials geben zum Thema Stereo Trader, denn in diesem Ding steckt natürlich, in der Maschine steckt einiges an Potenzial, was wahrscheinlich 99% der Nutzer hier noch gar nicht erkannt haben. Das heißt, ich habe dieses Werkzeug jetzt bis aufs Blut ausgereizt und möchte euch ja einige Hacks zeigen natürlich, wie man den Stereo Trader, der meine Haupthandelsplattform geworden ist, richtig optimal nutzen kann, um da richtig Performance zu machen. Und da reden wir jetzt auch nicht um Pille-Palle-Performance, sondern um richtige Performance. Und ja, das Ganze kombiniere ich eben mit Multicharts, wo ich dann eben mein Volumen darstelle. Es gibt zwar auch diverse Volumen-Tools auch für den Stereo Trader. Ich halte das weiterhin getrennt, nutze den Stereo Trader zum Traden rein, um die Trades abzusetzen und analysiere mein Volumen in Multicharts und möchte euch natürlich auch hier weiterhin Tutorials anbieten und kostenfreie Tutorials einfach, um euch zu zeigen, was man auch mit Multicharts machen kann und wie da mein aktuelles Setup aussieht. Dann möchte ich euch zeigen, mal so einen Step-by-Step-Vorgang, wie ihr quasi eine Daytrading-Strategie entwickelt, wie man da vorgehen sollte, welche Fallen man vermeiden sollte oder kann und ja, wie man eben hier
für sich selbst Trading-Strategien entwickeln kann und wie man auch mit Hilfe des Stereo-Traders hier gewisse Strategien einfach super einfach testen kann, ohne Programmierkenntnisse haben zu müssen. Also ganz einfach automatisiert Handelsstrategien, Handelsansätze kann man hier aufsetzen, um einfach mal zu sehen, was passiert wann, wenn ich was mache. Was man als diskretionärer Trader einfach nicht durchziehen kann, weil es einen die Psyche nicht erlaubt, wenn wir 400 Mal denselben Trade machen müssen, ja, und dann ausgestoppt werden, wie auch immer. Das ist einfach von der Psyche her, ist das einfach sehr belastend oder gar nicht machbar. Und sowas können wir einfach mit dem Stereo Trader automatisiert laufen lassen, um dann mal zu sehen, was am Ende dabei rauskommt. Und zwar im Live-Betrieb, nicht im Backtest. Ja, das wäre es soweit. Mein kleines Wort zum Rosenmontag. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, solltet ihr das jetzt natürlich tun. Am Mittwoch gibt es dann einen kleinen Einblick in meine Performance in die 3 Wochen, ja, mit meiner neuen Strategie, die ich ja bereits auf Twitter jede Woche dokumentiert habe, jede Woche ein Performance-Update hochgeladen habe. Möchte ich ein bisschen was dazu sagen. Ein bisschen was zu sagen, warum die Strategie so gut funktioniert hat und einfach dann wieder einsteigen in das Thema Videos, um euch jetzt auch ein bisschen wieder mit mehr Content zu versorgen, nachdem ich eben diesen Meilenstein, diesen ersten wichtigen Schritt geschafft habe. Ja, so viel dazu. Ich wünsche euch noch, falls ihr zum Fasching geht, einen schönen Fasching, ein schönes Hello und Alaaf und fliegt mir nicht davon, da draußen ist ein richtiger Sturm im Gange. Ansonsten sehen wir uns dann am Mittwoch um 18 Uhr. Hasta la vista. Ciao, ciao, bye, bye. Bis zum nächsten Video. Ciao.